Okay, 5. Recycling. Wir verwenden heute kritische Teile, alte Teile, ja. Ich lasse ihn erstmal hier. Ich weiß, ob ich den brauche. Gitter. Gravitationsumkehr-Dings. Jetzt Ausgang. Na, dann muss ich wohl auch loslegen mit. Hallo. Jetzt nicht mal rüber. Rechnungsbekehrer. Da dachte ich mir schon. Ich spüre, dass der dahin muss. Nein, aber wie kriege ich den hin? Ich kann den nicht abbauen. Okay, warte. Next. Hey, moin, wie geht's dir? Jetzt bin ich der Neugier erlegen und werde hier hinten untergehen. Immer mit dem Blick auf die andere Seite hier. Komm an den Bäumen nicht vorbei.
So. Ding ist doch nichts, abgesehen von einem Vorleseterminal. Giftrasier. Wieder. Alter. Rasierer. On my last return to New Jerusalem, I perused the latest artistic offerings and found myself deeply disappointed. There is nothing more despicable to me than an artist who pursues the appearance of morality. Moral art is trash, garbage, not even good enough to be used as wallpaper. If art is a religion, then morality is for those who want to be seen in church. True art is for those who believe. Art must be ecstatic, a work of revelation, created in pursuit of the truth, no matter where it leads. An artist must be an agent of chaos in times of order, and an agent of order in times of chaos. Ja, immer auf der falschen Seite, ja. Oh, hier haben wir Spielautomaten. Das ist 7 und das hier ist. Was zum Lesen, genau. Wie es früher war. Früher war alles schlecht. Von Alcaba in die Antarktis. Augenblicke des Wandels und der Offenbarung. Meine Urgroßmutter wurde 108 Jahre alt und behielt ihren scharfen Verstand bis zum letzten Tag. Ein paar Monate vor ihrem Tod durfte ich sie für meinen Podcast interviewen. Am Ende des Gesprächs stellte ich ihr dieselbe Frage, die ich jedem Gast stelle. Was ist etwas, vor dem du dir wünschen würdest, dass es jeder versteht? Sie dachte eine Weile nach und sagte dann, wie es früher war. Ich versuchte zu erklären, wie viel Zeit sie jeden Tag mit völlig stumpfsinnigen Tätigkeiten und wie dem Schleppen von Wasser verbracht hatte. Und wie sich alles radikal änderte, als ihr Zuhause endlich in das Stromnetz angeschlossen wurde. Dafür gab es keine Zeit zum Leben, sagte sie. Keine Zeit, frei zu sein. Nur Arbeit, Arbeit und noch mehr Arbeit. Ich entgegnete, dass ich jetzt auch nicht viel Zeit zum Leben hätte. Doch sie lachte nur höhnisch. Ich hatte keine Ahnung, was Arbeit wirklich bedeutet, meinte sie. Wir jungen Leute seien schwach und unfähig, und deshalb ließen wir uns von Unternehmen ausbeuten. Etwas entnervt von ihrer Härte fragte ich sie, ob sie irgendwas aus ihrer Zeit vermisse. Alte Fotos, unser Dorf, erschien mir immer idyllisch, aber meine Großmutter zerstörte jegliche romantische Vorstellung, die ich davon hatte. Die Vergangenheit ist schlechter, sagte sie mit einer gewissen Endgültigkeit. Lass sie gehen. So viele tausend Generationen, nichts als Qualen. Nur ein einziges Leben voller Leid scheint mir absolut inakzeptabel. Darum müssen wir allem einen Sinn geben. Chonto Monke. Auszug aus Buch für erläuterte Internetkommentare. Ich halte die Menschen einfach für dumm. Und zwar so richtig. Absolute Dummköpfe. Die menschliche Geschichte ist eine Clownshow von Anfang bis zum Ende. Wie der Durchschnittsmensch aussieht, wie ein sabbernder Blödmann, der wie ein betrunkener Gorilla einem Porzellanladen durchs Leben stolpert und Dinge kaputt macht, in die Wand wirft und absolut keine Ahnung hat, was überhaupt passiert. Ich meine, schau dir nur diese Software an, die Sternchen an die Stellen von Schimpfwörtern setzt. Die Leute haben Angst vor Wörtern, als ob sie magische Kräfte hätten. Aber die reale Welt, die ihr Leben ruiniert, das ist kein Problem. Denn sie sind so dumm, dass sie nichts dagegen unternehmen. Die Rückkehr zum Affen? Bruder, wir waren nie weg. Eine merkwürdige Umkehrung. Die Rückkehr zum mythischen Zustand des Affen wird normalerweise als eine materielle Rückschritt zum früheren Entwicklungsstufen dargestellt. Aber hier stellt der Autor sie stattdessen als einen geistigen Zustand dar, der nie überwunden wurde. Ich würde meinen Onkel Ostasios gerne irgendwann kennenlernen. Er scheint eine neugierige Seele zu sein. Spiel kann nicht geladen werden, Kommentar kann nicht geladen werden. Das war bestimmt irgendwie so ein... Aus Hippatetis Tagebüchern. Der erste Mensch ist heute angekommen. Er nennt sich selbst Akadi, nach Tschernyshevsky.
Stimmung ist nach dem Verlust von Yemo noch sehr gedrückt, aber wir alle machen Fortschritte. Es tut mir ein wenig leid für ihn. Er ist so neugierig, jagt Schatten nach und starrt in den Himmel. Genauso wie ich es früher getan habe. Und nun sind wir hier, eine Gruppe mürrischer alter Menschen, die schon alles gesehen hat und die ausgelaugt, müde und traurig ist. Ich frage mich, was er von all dem hält. Aber wie dem auch sei, wir kommen mit dem neuen Wohnbereich gut voran, auch wenn Akadi für die nächsten Wochen Yemos altes Quartier nutzen muss. So, Nummer 6. Wieder heißt. Hab ich drin durch. Andere Seite. Bevor ich. Fett durchdrehe. Hier erstmal, was hier drüben ist. Ein Loch in der Wand. Den Ball noch weiter. Ah, schon. Hier kann ich. Die Welt dreht sich. Ich habe noch nie was getrunken. Warte, er kann nicht durch sein eigenes Loch fliegen. So. Müsste das Lösungsrätsel sein? Nicht im Bunker, da habe ich einen Bunker. Okay, ich glaube, meine Aufgabe ist halt hauptsächlich, die Dinger hier rüber zu bringen. Das erste Ding wird einsam. Kommst du mit? Wo ist die Sache aber die? Dass das hier nicht gehen sollte. Und es geht doch. Und ich bin auch noch mit durchgeflogen. Das war irritierend, aber okay. So geht das anscheinend. Wenn ich selber durchschieben will, dann bringt nichts, aber... Oh, das war Nummer 6 zu 2. Fehlt noch die Nummer 7 und Dreieck 2. Bist du Dreieck 2? Oder bist du noch was ganz was anderes? Du bist 3-2, gut. Blinder Passagier.
Okay, das gönne ich mir. Ich gehe mal hier hoch zuerst. Und hier irgendwie mit rüberziehen. Hier muss ich hin, hier ist optional. Hier komme ich auch so hin. Den nehme ich mal mit. Oder den hier noch. Zwar mit mir. Das geht sogar. Dankeschön. Hier ist ein Ausflug. Okay, so wird es gehen. Tut's aber nicht. Ja, nur in dem Moment, wo ich hier ist, aber dann muss ja da irgendwas. Also, tja. Jetzt irgendwie gehofft, über den Stein komme ich da hin, aber es komme ich nicht. Den geht mir gerade auf den Sack. Wenn das hier mit der Wand steht, ist auch doof, ne? Na, da komme ich weniger zu denen nach den anderen. Wackelt das gerade? Das passt nicht. So gut. Wenn ich den abnehme, hilft das auch nicht.
Ich komme damit hoch. Das wird mich auch wundern. Ich habe gerade eine tolle Idee. Den einfach weg. Stell ihn hier unten hin. Bin hier rauf und spring da oben rein. Das ist nämlich schön flach. Das klappt. Next. Dann bringe ich jetzt das Haustier nach Hause. Das ist natürlich ganz anders, lief, als ich gedacht habe. Bitte, bitte dich, bitte, 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 bitte. Danke. Muss ich denn noch mal 18 wieder oder 7? Ein aktuelles Level. Mach ich gerne. Mein Name ist Kusikitz, ich laufe wieder Leuchtdingern her. Und das mache ich gerne. Schon da hängt sich jetzt da irgendwo oben hin. Okay, langsam glaube ich, der will mich wissen. Ich darf jetzt echt zur Bahnhof, nur weil du da denkst, ich habe meinen Spaß, ja?
Geh nach Hause. Okay. You must yearn for a better world. Yearn for it with such intensity that your heart suffers. Keep your eyes on that distant vision even when you know that you may never reach it. Wait a minute. Ich muss da links für 7. Die muss da hinten. Ganz vergessen, dass er mir das anzeigt. Also auch da oben. Wo ich war hier langs gelaufen, jetzt sagt er mir links ist 7 und 8. Guckt wieder irgendwelchen Butterfrauen hinterher. Genau, hier waren wir stehen geblieben.